Ja, 4:2 Erfolg heute im Abschlusstestspiel gegen den SC Cambuur aus den Niederlanden. Bei uns steht unser Abwehrspieler Tim Sechelmann. Tim, deine Erkenntnisse heute vom Testspiel? Erstmal sind wir froh, dass wir heute mit einem Sieg abgeschlossen haben, die Vorbereitung. Uns ärgern natürlich brutal wieder die zwei Gegentore, vor allem dann auch, was wir dann direkt wieder nach, ich weiß nicht, 2 Minuten bekommen. Insgesamt denke ich, war das Spiel okay heute. Wir haben 4 Tore geschossen, hätten auch noch das eine oder andere mehr schießen können. Haben aber dann noch deutlich zu viel zugelassen in den Phasen, wo wir vielleicht ein bisschen hektisch waren. Das ist eben schon angesprochen, jetzt gehen wir aus der Vorbereitung raus mit einem Erfolg heute nochmal. Letzte Woche war die einzige Niederlage gegen Bundesligisten Union Berlin. Wie lautet so das generelle Fazit der Vorbereitung? Ich denke, bisher können wir zufrieden sein. Es gibt immer noch hier und da noch was zu verbessern, was wir dann auch natürlich nächste Woche angehen in Vorbereitung auf Fortuna Düsseldorf. Wir sind fit, wir sind jetzt langsam spritzig und dann geht es jetzt nächste Woche ins Training und dann machen wir alles Mögliche, um am Samstag erfolgreich zu sein. Du bist heute dann eingewechselt worden in der zweiten Halbzeit, hast dann als Innenverteidiger gespielt. Deine Position, wo du dich generell wohlfühlst, wo du jetzt auch wichtig ist, dann für dich auch Spielpraxis zu sammeln? Ja, das ist auf jeden Fall eine Position, in der ich mich wohlfühle, wo ich auch die am öftesten gespielt habe in der vergangenen Saison. Und ja, ich hoffe, dass wir da weiter drauf aufbauen können und dass da noch möglichst viele Spielminuten zukommen. Legen wir nochmal kurz voraus, jetzt haben wir die Vorbereitung sozusagen abgeschlossen, jetzt geht's in die Vorbereitung auf das erste Zweitligaspiel nächsten Samstag, hier 20:30 Flutlichtspiel. Geben wir uns mal einen kurzen Ausblick, was wird uns da erwarten? Dann werden ja auch viel mehr Fans als heute zum Beispiel da sein. Ja, natürlich erstmal ein volles Haus, worauf wir uns natürlich alle brutal freuen. Ein intensives Spiel, Flutlichtspiel, die haben immer was Besonderes, was Prickelndes. Unser erstes Auftaktspiel und da wollen wir natürlich alles raushauen, um dann am besten, wie schon gesagt, erfolgreich mit 3 Punkten zu Hause zu starten. Alles klar, Tim. Danke für deine Zeit. Schönes Restwochenende. Bis nächste Woche. Danke. Ja, bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, heute abschließender Test vor der beginnenden Zweitligasaison. Heute gegen den holländischen Erstligisten. 4:2 am Ende. Wie lautet dein Resümee so kurz nach dem Spiel? Grundsätzlich haben wir das Spiel kontrolliert. Haben natürlich wieder am Anfang durch einen unnötigen Fehlpass gleich ein Tor bekommen. Das war schon sehr ärgerlich. Danach haben wir über 15 bis 20 Minuten, hätten wir deutlich mehrere Tore machen können. Geht dann auch in Führung zur Halbzeit, steht auf 3-1, haben dann aber zwischendrin, haben wir vorne in der vordersten Reihe nicht gut angelaufen, haben uns ein bisschen schwer getan, das haben wir umgestellt, sodass ich dann finde, in der zweiten Halbzeit was gut kontrolliert, musste aber immer wieder aufpassen bei den Kontersituationen. Wenn du so die Entwicklung der vergangenen Wochen siehst, wie ist es dann so aus deiner Sicht jetzt zum Abschluss dann nochmal das Heimspiel jetzt, wo siehst du uns da auf dem Weg gerade? Ja, grundsätzlich sehe ich auf einem guten Weg, aber wir haben auch heute wieder gesehen, dass wir gerade Restraumverteidigung vorne durchlaufen, durchschieben, verhalten, dass wir da noch ein bisschen was dran machen müssen. Aber heute war über weite Strecken was ein guter Auftritt. Es wurde in der zweiten Hälfte ein bisschen durchgewechselt, auch bei den Positionen. Dann Daniel Fadli zum Beispiel auf der rechten Seite mal ein bisschen getestet, dann Juli Riegmann mal 6x8. Ist es dann eben genauso diese Flexibilität, die du dann auch von den Jungs verlangst? Ja, die wir uns auch wünschen, die wir auch benötigen übrigens für unser Spiel. Das hat er auch jetzt gezeigt, du siehst jetzt mit zunehmender Zunahme der Fitness, wir sind stabil und wenn wir dann auch reinbringen, haben wir, finde ich, auch heute gut gewechselt. Ein Wort dann noch zu den beiden Probespielern jetzt, zu Merschel und Zaharia, die dann in der zweiten Hälfte so nach einer Stunde reingekommen sind? Also was heute der Spieler betrifft, haben beide einen guten Eindruck hinterlassen. Dann geht es jetzt in einer Woche los. Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Samstagabend Topspiel, Zweitliga-Topspiel gleich zu Beginn. Worauf wird es dann in den kommenden Tagen, in der Woche dann ankommen? Klar, also wir hatten jetzt diese Woche nochmal ganz speziell wirklich intensiv trainiert. Das hat man, also sieht man nach. Das heißt, wir wissen jetzt, die 2 Tage benötigen wir. Und jetzt heißt wirklich der nächste Woche, dass wir die Spritzigkeit bekommen. Dass wir uns auch auf den Gegner logischerweise vorbereiten, wie wir mit dem Gegnerball gegen sie spielen. Abschließende Frage nochmal, weil es ja dann wirklich so ein besonderes Spiel ist. Das Flutlicht geht an, ist es dann auch nochmal eine besondere Vorbereitung, gerade auf so ein erstes Spiel dann auch, wenn man sagt, jetzt geht es los in der Zweitligasaison und dann auch noch in die Zone im Topspiel? Also von der Vorbereitung, wir bereiten uns auf den Gegner intensiv vor, aber für uns ist es das erste Spiel in der Saison, es ist ein Heimspiel zu Hause und wissen wir, da wollen wir versuchen, das Spiel für uns erfolgreich zu gestalten. Alles klar, Trainer. Und dann erstmal vielen Dank und natürlich eine gute Vorbereitung auf unser erstes Zweitligaspiel. Danke euch, ein schönes Wochenende.